In der vergangenen Woche besuchte Andreas Kresko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar, gemeinsam mit einigen Mitarbeitern die Kinder der Kindertagesstätte am alten Holzhafen. Grund dafür war eine Tradition, die sich nun schon zum 9. Mal jährt. Denn jedes Jahr basteln Kita-Kinder aus einer anderen Wismarer Einrichtung Weihnachtsbaumschmuck für den Tannenbaum der Wismarer Stadtwerke. Als Dankeschön bekommen die Knirpse dann etwas Süßes und einen Scheck. Dieses Mal soll das Geld für die Reparatur einer besonderen Schaukel im Außenbereich verwendet werden. Für Andreas Kresko und sein Team ist es jedes Jahr ein besonderer Moment, wenn die Kinder mit leuchtenden Augen ihre Basteleien überreichen. Wenn man in diese Augen kriegt, dann weiß man, wofür man das gemacht hat. Freude in dieser Zeit zu schenken, in sonnenleuchtenden Augen, das ist das Größte. Und wenn wir für uns, wir dann noch einen wunderbaren Tannenbaumschmuck bekommen, den schönsten in dieser Stadt, und wir dann helfen können dafür, damit, ich sag mal, der Weihnachtsmann, der Wunsch war, dass eine Schaukel hier angeschafft wird, also besser geht's nicht. Das traditionelle Schmücken des Baumes muss in diesem Jahr leider ohne die Kids stattfinden. Aber wir sind uns ganz sicher, dass die Weihnachtsbäume im Foyer der Stadtwerke die schönsten in ganz Wismar sind.